Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Und wir sind heute im Bundestag. Man sieht es im Hintergrund, Eingang des Reichstages, eine tolle Kulisse. Und ich will heute mal nicht reden über die aktuelle Woche, sondern wir reden über besondere Arbeitskreise, Parlamentariergruppen, Freundschaftsgruppen. Und deswegen habe ich mir heute eingeladen, Karin Strenz. Herzlich willkommen. Sie sind CDU-Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, aber gleichzeitig leiten Sie eine Parlamentariergruppe, nämlich die vom Südkaukasus. Das ist korrekt. Diese große ehrenhafte Aufgabe ist mir übertragen worden, jetzt Anfang der 18. Legislaturperiode. Ich habe eine besondere Leidenschaft in diese Region hinein entwickelt und der Südkaukasus ist natürlich höchst spannend. Unter dem Dach dieser Parlamentariergruppe befinden sich drei Länder, Armenien, Aserbaidschan und Georgien. Genau. Und was entfacht denn da so Ihre Liebe zu diesen Ländern? Schon etwas früher als im letzten Jahr begann diese Liebe auf den ersten Blick. Ich bin nicht nur im Sport- und Verteidigungsausschuss, sondern der Deutsche Bundestag, meine Fraktion, entsandte mich als Mitglied in die Parlamentarische Versammlung des Europarates und dort war dann im Jahre 2010 die erste Reise geplant zur Wahlbeobachtung nach Aserbaidschan und das war der erste Besuch und seitdem habe ich dort auch ein bisschen mein Herz verloren. Ja. Liebe auf den ersten Blick, haben Sie gesagt. Ja. Was ist denn so was Besonderes an dem Land? Dieses Land legt eine unglaublich rasante Entwicklung hin. Es ist natürlich kulturell höchst spannend, natürlich auch wirtschaftlich hochinteressant. Die Hauptstadt Baku. Wir kriegen Gas aus Aserbaidschan. Brauchen wir auch dringend. Ja. Wir wollen ja Energiesicherheit in Deutschland gewährleisten und von daher ist da schon auch per se also eine extrem enge Verbindung zu Aserbaidschan und das ist wichtig, das wollen wir befördern. Aber der Sinn dieser Parlamentariergruppe ist ja, dass wir uns mit den Parlamentariern in Aserbaidschan treffen, Gespräche führen. Wie sind die Entwicklungen, auch die sozialen Entwicklungen im Land? Wir möchten gerne, wenn es gewollt ist, auch Rat geben. Wenn es gewünscht ist und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch das Land ziehen, weil ich glaube, das gehört sich nicht. Aserbaidschan sieht sich ja selber zu Europa zugehörig. Man sieht es, Eurovision-Contest, wissen wir alle. Aserbaidschan hat gewonnen vor einigen Jahren. In Baku hat man diese wunderbar erleuchtete Stadt gesehen. Mhm. Und die Frage ist ja, wie weit ist denn Aserbaidschan weg von Europa? Geografisch die ganze Entfernung. Und dennoch sagen Sie, wir fühlen uns eigentlich als Europäer. Wie kommt das? Die Aserbaidschaner sind in sich ein ausgesprochen stolzes und eigenständiges Volk, sind da sehr souverän, schauen aber auch mit ihrer Entwicklung sehr wohl nach Europa. Deswegen sind auch die Kontakte nicht nur nach Deutschland, also in andere europäische Länder stark vorhanden. Natürlich ist das Modell der europäischen wirtschaftlichen Entwicklung ein Vorzeigemodell und wenn man dort Orientierung sucht, kann man das nur befürworten und dort unterstützen, wo man kann. Was macht denn die Parlamentariergruppe Südkaukasus politisch? Ja, ihr trefft euch mit den Parlamentariern in Baku, aber es gibt ja Probleme in Aserbaidschan, nämlich gerade mit einem anderen Land aus dieser Parlamentariergruppe, nämlich Armenien. Die liegen doch so ein bisschen im Krieg. Sie bringen es auf den Punkt. Das ist natürlich ein Thema, das immer ansteht, wenn wir uns treffen und wenn wir miteinander im Gespräch sind. Die Region Bergkarabach ist eine, die seit ewiger Zeit fast in Vergessenheit geraten war. Wenn man mit Menschen spricht und das andeutet, kommt zuerst die Frage, oh mein Gott, wo liegt das überhaupt? Die Frage hatte ich gerade natürlich auch dazu, wo ist das? So, und Bergkarabach ist eine Region, die zum aserbaidschanischen Territorium gehört. Sie ist durch die Armenier okkupiert worden, das ist völkerrechtlich klargestellt. Das sehen die Armenier anders. Deswegen haben wir da auch große Kommunikationsprobleme zwischen den Ländern und zwischen den hohen Vertretern dieser Länder. Und wir versuchen zu vermitteln. Nun muss man auch sehen, Bergkarabach ist eine sehr schöne Region. Es ist aber eine Fläche von 4000 Quadratkilometern. Das ist ein Fünftel, nicht? Das Staatsgebiet ist von Aserbaidschan. Und für uns Deutsche vielleicht noch verständlicher, wenn man sich vorstellt, dass das Saarland genau zweimal hineinpassen würde. Und es ist natürlich auch eine sehr schöne Region und ist nun leider für die Aserbaidschaner ein Gebiet, das sie mit dieser fiktiven Grenze, die dort gezogen wurde, nicht betreten können. Und das lässt die Herzen bluten und wir versuchen weiterhin zu vermitteln. Denn es ist nicht nur ein eingefrorener Konflikt, wie wir ihn ja in der Region Südkaukasus heute haben. Schöner Begriff, wenn man auf Englisch klingt, genau besser, Frozen Conflict. Das heißt immer Frozen. Ja, eingefroren, also lass das mal im Eis liegen. Ja. Das wollen Sie aber nicht. Nein, das möchten wir nicht. Wir sind dabei zu vermitteln. Wir haben Gespräche mit den Vertretern der Botschaften, mit den Botschaftern, selbstverständlich auch Gespräche
mit den Vertretern jetzt in Aserbaidschan, den Präsidenten selber, Herrn Aliyev, habe ich dreimal treffen dürfen. Die haben sehr klare Vorstellungen. Nur darf man nicht vergessen, dass wir natürlich aufgrund auch unserer eigenen Geschichte einen sehr hohen Anspruch haben, nämlich Konflikte nicht mehr blutig zu lösen, sondern auf diplomatischem Wege. Kompliziert wird es dann, wenn zwei Konfliktparteien miteinander nicht reden möchten. Wir schauen nur kurz zurück auf die Münchner Sicherheitskonferenz. Im Vorfeld hatte man angeboten, beide Präsidenten zusammenzubringen, um dieses Thema zu erörtern. Die waren beide da. Ja, aber sie haben nicht miteinander gesprochen. Und Aliyev, der Präsident, war dann auch hier in Berlin. Ja, ja, da traf ich ihn. Ja. Er hatte auch sehr klare Vorstellungen und die Lösung, denke ich, wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, wenn nicht sogar Jahre oder Jahrzehnte. Vertief mir das doch mal ein bisschen. Das ist ein Fünftel der Staatsfläche Aserbaidschans. Drumherum sind auch noch Gebiete besetzt, von armenischen Truppen. Ja, 7 Provinzen. Mittendrin. Ja. Das heißt, beide Präsidenten wollen nicht miteinander reden. Es gibt Flüchtlinge, ich glaube, annähernd 1 Million inzwischen, korrekt, die vertrieben wurden. Mhm. Die wollen natürlich alle nach Hause zurück. So ist es. Aber warum gibt es nach 20 Jahren, so lange dauert diese Besetzung ja schon an, gibt es überhaupt keine Bewegung? Wollen die Armenier nicht? Also die Armenier haben überhaupt keinen Bedarf, mit den Aserbaidschanern zu kommunizieren. Ich habe das versucht, mit der armenischen Botschaft zu diskutieren. Da macht sich eine gewisse Resistenz bemerkbar. Das ist natürlich dann sehr bedauerlich. Sie sehen überhaupt nicht ein, dass dort irgendwann mal etwas falsch gelaufen ist. Das ist jetzt aber sehr mild ausgedrückt, weil das Ganze begann mit einem Massaker und das darf man nicht vergessen. Wir haben die Pflicht, gewisse Dinge immer wieder anzusprechen und es auf diplomatischem Wege zu lösen. Es gibt Verhandlungen, auch die Minsk-Gruppe, wie gesagt, hat sich schwer bemüht, aber im Moment stagniert es in der Tat, da kann man nicht drum herum reden. Die Armenier bewegen sich nicht und die Aserbaidschaner lassen aber nicht locker und ich finde es wichtig, dieses Thema zu sensibilisieren und bin Ihnen auch deshalb so dankbar, dass Sie gesagt haben, dann treffen wir heute mal Karin Strenz, die sich mit dem Südkaukasus befasst. Ja, wenn weil Sie Vorsitzender dieser Arbeitsgruppe sind. Vor allem in der Arbeitsgruppe bietet sich das natürlich an, darüber zu reden. Aber wollen die Armenier nicht? Nein, überhaupt nicht? Sie wollen sich nicht bewegen. Sie halten es für ihr Staatsgebiet. Das Problem ist ja auch, dass sie mittlerweile auf dieser Fläche eine große Anzahl von armenischen Familien mittlerweile haben, die dort leben. Das verstärkt natürlich den Konflikt noch. Wie ist eine Rückführung möglich, indem man natürlich auch dann andere, die sich dort ansässig fühlen, nicht dasselbe Gefühl gibt, dann auch vertrieben zu sein? Ich kann mir vorstellen, dass armenische Bevölkerung und aserbaidschanische Bevölkerung sehr wohl miteinander gut zusammenleben kann. Aber innerhalb der letzten 25 Jahre hat sich natürlich die Sache so verschärft, dass ich fast meine, dass man auf beiden Seiten diesen Hass aufeinander aufgrund dieses Konflikts schon fast mit der Muttermilch aufgesogen hat. Und das macht es etwas komplizierter und ruft uns alle miteinander auf den Plan, nicht locker zu lassen, hier zu vermitteln. Gerade vor dem Hintergrund der Krim-Krise und in der Ukraine kommt natürlich jetzt zu Recht auch der Ruf aus den Ländern wie Aserbaidschan oder eben auch Georgien oder Moldau, wo wir diese Konflikte mit Transnistrien haben oder Südossetien und Abchasien, dass sie sagen, Sekunde, wir sind auch noch hier und der Schlüssel liegt in Russland. Sind da russische Truppen? Selbstverständlich. Sie sind, aber die Russen sagen nein, oder? Ja, das tun sie in der Zeit ja häufig. sie sind ja auch nicht in Ostukraine. Ja, da machen sie Urlaub, haben wir gehört. Also ist ja eine sehr ernste Situation. In der Tat gibt es Stützpunkte und die russische Armee ist vorhanden in Armenien und sie haben sogar einen Vertrag miteinander. In Armenien oder in Bergkarabach? In Armenien sind sie. Mhm. Und sie haben einen Vertrag abgeschlossen, der da heißt, dass Armenien den Schutz der russischen Truppen hat. Und dieser Vertrag läuft, und das gibt mir also, da läuft mir ein Schauer über den Rücken, noch 49 Jahre, dann können wir uns ungefähr vorstellen, wenn dieser Konflikt nicht militärisch gelöst werden soll, was das bedeutet. Also in 40 Jahren treffen wir uns hier wieder. Ich bestehe darauf. Wie die nächsten 9 Jahre da unten laufen. Ja. Jetzt mal wieder ernsthaft dazu. Sind armenische Truppen in Bergkarabach? Wir vermuten. Also die armenische Armee ist natürlich mit bestem russischen Gerät ausgestattet, das wissen wir. Sie sind natürlich dementsprechend auch ausgebildet und ob sie dann nur noch eine personelle Unterstützung dazu bekommen, davon ist auszugehen. Und deswegen gilt es eigentlich jetzt angesichts der Krise, die wir im Moment beobachten,
dass auch nicht ein einziger Schritt, nicht ein einziger Zentimeter dieser fiktiven Grenze, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, noch weiter überschritten wird. Ist die Grenze stark bewacht, sicherlich? Ja, und das abgegrenzt? Ist, sind ja. da Zäune oder Mauern sogar? Es gibt, wie ist das? Waren Sie mal da? An dieser Grenze war ich noch nicht. Ich durfte mir ein sehr interessantes Bild machen, als ich das letzte Mal in Georgien war, in Südossetien. Also da ist Stacheldraht und da gibt es die Überwachungstürme. Alles das, was mich an die Zeit erinnert aus der Sie Deutschen Demokratischen als Republik. Ehemalige DDR-Bürger, ja, dass so das alles einer, vorbei ist. Mit einer nicht? Klassischen Ostbiografie, dass das nicht wiederkehrt, dass solche Konflikte nach dem Zusammenbruch und nach Beendigung des Kalten Krieges nicht mehr möglich ist, ist das schon eine zutiefst erschütternde Feststellung, dass sich das so verhärtet. Ja, das, und ich gehe davon aus, dass es dort ähnlich aussehen wird und wir werden uns das anschauen. Wir bewegen uns ja auf dem Feld der Diplomatie. Mhm. Krieg halten wir für ausgeschlossen? Wollen wir nicht. Wollen wir nicht? Ja. Das heißt, was ist denn die nächstliegende politische Forderung, um diesen Konflikt zu entschärfen? Wer muss da was zuerst tun? Also, wenn Sie jetzt mich fragen würden, ob die Rückgabe des okkupierten Gebietes die Lösung wäre, dann würde ich Sie für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Oh, vielen Dank. Ja. Ja. Aber das wird natürlich, es wird Schritte brauchen. Es gibt, wie gesagt, noch 7 besetzte Provinzen. Wenn man sich darauf verständigen könnte, es peu à peu, Schritt für Schritt wieder dorthin zu geben, wo es eigentlich hingehört, wäre das ein sehr, sehr großer Erfolg. Hinzugehört, aber wenn ich das noch und sagen jetzt darf. Jetzt atmen wir erstmal kurz durch und dann werden wir die politischen Forderungen ja. neu formulieren. Denn jetzt müssen wir eine kleine Pause machen. Wir sind ja ein Privatsender und dann sind wir gleich wieder da. Und dann sprechen wir mit Karin Strenz weiter. Sie ist Abgeordnete der CDU, Mecklenburg-Vorpommern im Bundestag und Vorsitzende der Parlamentariergruppe Südkaukasus. Dazu gehört Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Correct. Und wir reden gerade ganz intensiv über ein Gebiet, das in Aserbaidschan liegt, zu Aserbaidschan gehört und von armenischen Truppen oder Truppen der Armenischen Republik besetzt ist, nämlich Bergkarabach. Bis gleich.